Liguria is niet nummer een schöne Ort, maar ook een optimale Ort om te trainieren en skills te ontwikkelen. So, onze koersfilosofie hier in Liguria is dat we een solid fundament opbouwen. Rockhopping eigenlijk heeft niet met hopping te doen. We fahren met de zeekajak genoeg aan naar de felsen. We moeten onze boot goed in griff hebben. Maar we moeten auch die Wellen verstehen und auch wie der Boot reagiert. Wir können wirklich erleben, das Zusammenspiel zwischen den Wellen und den Steinen. Und das ist etwas recht faszinierend und es Spass macht. Wir finden auch so einen gewissen Ort, wo gut sind für Techniktraining, wo wir einen Schlag zum Beispiel isolieren können und dann das schön üben in einer Realsituation. Ja, für mich Surfen ist auch meine grösste Leidenschaft. Das auch im langen Seekajak, aber auch in der kurzen Boot. Ich glaube, das Gefühl kannst du nicht beschreiben. Das ist einfach, wenn du die erste Welle nimmst und du spürst die Geschwindigkeit und wie du gleitest auf der Welle, dann willst du einfach immer eins mehr. Was wir lernen können in der Surf, hilft uns recht viel, wenn wir Wind haben, außer im Meer oder wenn wir in Rockhopping, wenn eine größere Welle kommt. Wie einfach im größeren Verhältnis, dass wir unsere Boote handeln können. Gerade um der Halbinsel haben wir Cinque Terre zum Beispiel. Wir können zum Monte Rosso und Venazza paddeln. Dort haben wir ganz schöne so eine Landschaft, das ist ein Naturschutzgebiet. Wir haben auch Kilometer nach Kilometer von schönen Küsten weg von den Dörfern, wo wir ja, mit drinnen Pause machen können, auf den Stein klettern und ein bisschen in der Sonne liegen oder ins Wasser gumpen. Ich glaube, der soziale Aspekt ist ganz wichtig für mich und ist etwas, das ich geniesse. Wir erleben etwas zusammen, wir gehen Rockhoppen oder wir sind außer im grösseren Verhältnis. Und ja, wir bauen eine Gruppendynamik auf und am Ende des Tages können wir zusammen ein Bier trinken oder den Sonnenuntergang anschauen. Und einfach ja, die Zeit genießen.